Der Boiler läuft noch. Kompletter Kronleuchter, der hier funktioniert. Der ganze Fernseher läuft einfach noch. Was ist hier passiert? Da war ein Regionalexpress entgleist. Und sogar die Gewürze stehen noch da. Ausgestopftes Tier auf so einem Ast. Der Brief ist von 2020. Golduhr. Steinalter Spielautomat. Es gibt so Locations, bei denen hat man schon beim Betreten des Gebäudes ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl. Wer selbst das Hobby betreibt, kennt das wahrscheinlich ganz gut, so also auch in diesem Fall. Beim Betreten des Hauses waren wir uns übelst unsicher, ob diese ganze Location überhaupt verlassen ist und ob hier vielleicht sogar noch jemand wohnt oder sich jemand drum kümmert und ja, ich würde sagen, schaut einfach selbst. Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute ein verlassenes Wohnhaus an, es ist wirklich komplett eingerichtet, ist noch nicht lange verlassen. Höchstens, ich schätze, 2 Jahre. Ich würde sagen, nicht lange reden. Viel Spaß mit dem Video. Okay, wir stehen jetzt erstes in der Waschküche. Und ihr seht, Deckenhöhe, ja, nicht mehr als 1,80. Ich bin ungefähr 1,73. Ja, und stoße hier schon fast an die Decke. Uralter Alaska-Trockner. Und hier auch noch eine Waschmaschine. Ist alles halt wirklich schon komplett verdreckt und verstaubt. Und das in der Kürze der Zeit. Und hier ist wirklich eine absolute Rümpelkammer. Estrichbeton, ein paar eingemachte Würstchen hier sogar noch in der Dose. Aber sonst auch nichts mehr. Ein alter Federballschläger da drüben an der Wand. Und noch irgendwie ein Kühlschrank. Hat man ja auch oftmals im Keller von Einfamilienhäusern. Nochmal eine extra Tiefkühltruhe oder sowas. Hier auch richtig schön, wie die ganzen Pflanzen sich schon alles zurückholen und hier durchs Fenster reinwachsen. So, ich würde sagen, es geht nach oben. Ich glaube, das wird jetzt richtig anstrengend. Puh, ihr seht, alles super eng gebaut. Ich weiß nicht, ob hier irgendwie eine Frau gewohnt hat, die nicht mal 1 Meter oder sowas war. Aber ihr habt hier mal einen kleinen Blick. Ja, von der Treppe. Und auch die Tür, also die ist wirklich, jetzt mal kurz als Vergleich, wie hoch diese Tür ist. Ist ja nix. Aber gut, war ja auch nur die Kellertür. Hier rechts ging es dann direkt ins Bad und hier sieht man halt auch wirklich, dass das Ganze noch echt nicht sonderlich alt ist. Sieht echt mal modern aus eigentlich, ne? Hier drüben der Boiler bzw. Gastherme, der läuft noch. Ist auf 60 Grad eingestellt. Das heißt rein theoretisch, nee, kommt aber nichts mehr. Die gute Frage ist dann, warum läuft noch der Boiler? Oder ist es nur eingebrannt? Oder nee, ich glaube. Nee. Der Boiler läuft noch. Hier ist noch Strom drauf. Okay, das ist verdammt creepy. Die Frage ist, ob halt auch noch Licht geht. Aber hier ist. Wo ist denn hier der Lichtschalter? Ist das hier der Lichtschalter? Nee. Auch nicht. Keine Ahnung, wo hierfür der Lichtschalter sein soll. War hier vielleicht? Ja, hier geht sogar noch Licht im Bad. Was? Hä? Aber nur im Bad. Nur im Bad geht noch das Licht hier. Damit hätte ich tatsächlich jetzt nicht gerechnet. Ja, Spiegellicht gibt es hier sogar auch noch. Was mich aber wirklich wundert, ist, dass das Wasser nicht mehr läuft, weil wenn der Boiler noch an ist, muss ja auf jeden Fall irgendwas mit Wasser noch gehen. Das Ding ist, dass es halt einfach alles nicht alt aussieht. Das ist Sören ist übrigens auch noch mit am Start. Ey, das ist halt mal jetzt ganz anders heftig. Hier drüben geht es auch noch irgendwie weiter. Ach du Scheiße, den Raum. Das ist halt das, was ich meine. Es ist nicht lange verlassen und es ist. Also das ist ein geringer Strom, ne? Scheiße, gut. Oh. Hä? Hey, es bleibt jetzt an, oder was? Achso, nee. Okay, das ist jetzt komisch. Ja, weil hier kommen wir jetzt nämlich ins Wohnzimmer wahrscheinlich. Alter. Und hier geht kein Strom mehr. Aber. Es ist alles so eng hier, so klein und so vollgestellt. Ja, und hier läuft jetzt gerade mal das Licht. Ja. Und da, hallo, jetzt gucken wir mal im Reich hier. Es ist halt übelst schwer zu filmen, weil überall sind halt persönliche Daten und ich weiß nicht, was ich verpixeln soll und was nicht. Und ich würde sagen, wir stehen im nächsten Raum und Luki, du darfst gerne erneut zeigen, was wir können, die oberen. Oh. Okay, es wird Licht. Ich check's nicht, ich check's absolut nicht. Kompletter Kronleuchter, der hier funktioniert. Ey, das ist alles, das sind alles Familienfotos hier. Ich will da eigentlich nicht so drin rumwühlen. Hier drüben steht halt auch noch alles im Schrank drin.
Süßigkeit. Wobei hier auch ein bisschen tatsächlich verwühlt wurde schon so ein bisschen. Vielleicht hat man hier irgendwas gesucht oder so. Alt-Ferrero-Küsschen. Was man also braucht, ne? Aber ey, guck mal. So ein altes, wie ist es? Geschirr. Nee, das ist gar nicht so ein Rondell. Das ist, doch, es sind einfach nur gestapelte Geschirrteile. Ich bin tatsächlich maßlos überfordert gerade mit der Situation. Über mir brennt hier der Kronleuchter. Seid ihr sicher, dass das wirklich lost ist? Guck mal, da drüben brennt doch auch noch ein Licht. Hä? Da drüben brennt doch auch noch ein kleines Licht. Ey, das große Problem ist, dass hier wirklich überall Namen draufstehen. Kannst du mal den anderen Lichtschalter drücken, weil ich glaube, hier geht auch noch das ganze Deckenlicht. Ja, Moment. Nee, die unteren? Nee, das war jetzt das kleine Wandlicht hier. Das hier hat es wieder an. Okay, nee, das Deckenlicht geht komischerweise hier nicht. Oh, doch. Hä? Da drüben dieses kleine Wandlicht, jetzt geht hier auch noch oben dieser geile Kronleuchter, aber das ist wirklich geil, mit so einem Fass eigentlich schon, ne? Ja gut, Leute, ich weiß nicht, das ist... Was ist los? Da waren Autotüren, die sind direkt von der Location zugegangen. Luca hat Autotüren gehört. Ich glaube, die fahren weg, die Nachbarn. Ja, kann auch sein. Ich höre ein Auto. Es ist halt überall rundherum Nachbarn, das ist mitten in der Wohngegend. Wirklich, guck mal, hier oben noch so ein ausgestopftes Tier auf so einem Ast. Ich glaube, es war auf der einen Seite gemütlich, aber irgendwie auch so ein bisschen unheimlich. Und halt überall Namen und Dokumente, deswegen filme ich auch nicht nach unten, weil alles voll liegt mit irgendwelchen Namen und Dokumenten. Hier drüben ist auch nochmal so eine Vitrine mit Gläsern und allem möglichen. Ein paar Wandbilder. Ja, es ist halt so ein typisches, gemütliches, rustikales Haus hier. Verzeiht's mir bitte, wenn heute die gelassene Art so ein bisschen weg ist, aber... Das ist wirklich eine Location dieser ganz anderen Art. Strom geht und es sieht wirklich aus, als ist es seit gestern verlassen. Klar, es ist ein bisschen durchwühlt, aber wenn Strom geht, der Boiler läuft. Okay, genau der nächste Zeitkapselraum im Prinzip. Hier ist auch einfach alles da. Sogar noch ein altes Thermometer. Irgendwelche... Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Hier Regen, Sturm, keine Ahnung, irgendwie so ein Wettermesser oder so. Ja, Sören hat es tatsächlich gerade auf den Punkt gebracht. Man muss sich diese Details anschauen, aber es ist unmöglich eigentlich. Wenn wir das machen würden, wären wir, glaube ich, ein paar Stunden drin. Aber wie gesagt, hier geht's auch wieder weiter. Der Schrank ist komplett voll. Da hinten stehen sogar noch ein paar Tabletten drin. Ansonsten halt Gläser, alles Mögliche. Sogar noch ungeöffnete Briefe hier unten. Komplett ungeöffnet. Ansonsten hier drüben noch eine alte Brille. Und hier... Das ist irgendwie eine Rechnung. Steht irgendwo ein Datum? Betragsdatum 2012. Okay. Oh, hier. Der Brief ist von 2020. Damit haben wir unseren Anhaltspunkt, wie lange das Ganze ungefähr verlassen ist. Also auf jeden Fall, ja, Mitte 2020, schätze ich mal. Selbst hier oben der Rauchmelder hängt noch. Wahrscheinlich piepst der sogar noch, wenn man da den Knopf drückt. Heizung gab es hier anscheinend nicht. Hier sind nur überall so kleine Elektroheizungen. Hier auch wieder. Nur eine elektrische. Was ja auch teilweise an Wert noch liegt. Lauter Uhren. Selbst hier so kleine Wecker. Was ist das hier? Auch irgendeine alte Golduhr. Also, ich glaube, hier wurde echt einiges auch gesammelt. Was hast du jetzt gefunden? Du hast mich gerade mitten aus dem Dreh gerissen. Nein. Ey, lass das auf Fernsehen gucken. Scheiß mal auf alles, hier machen wir eine Overnight. Der ganze Fernseher läuft einfach noch, aber dieses ekelhafte Piepsen im Ohr, ne? Ja. Es ist so ein richtig uralter Röhrenfernseher, ja, aber mach den mal aus, Junge, weißt du, wie laut es hier fiebt? Ich muss eben kurz eine Story machen. Okay, ja. Was haben wir hier gefunden? Ich mach mal drüben weiter. Nach dem kleinen Schock geht's jetzt hier drüben weiter. Wo war ich stehen geblieben? Schaut's euch einfach an. Aber es ist alles durchwühlt, das verstehe ich nicht. Warum ist das alles durchwühlt? Als hätte hier jemand was gesucht. Hier auch, der ganze Tisch, der ganze Boden, alles aus den Schränken hier rausgerissen. Fast so, als hätte es hier irgendwie einen Ehestreit oder sowas gegeben. Und hier wurde irgendwie nochmal so, keine Ahnung, irgendwelche Erbgüter, irgendwas wurde vielleicht hier gesucht, ich weiß es nicht.
Übrigens, vielleicht mal ein kleiner Anhaltspunkt, was sie mal für ein Auto eventuell gefahren haben. BMW Betriebsanleitung. 3er BMW. Ist auch nochmal ein Bild von irgendeiner älteren Dame. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier die Besitzerin war oder was weiß ich. Sieht auf jeden Fall irgendwie ein bisschen creepy aus. Stehen so zwei Kerzen. Was ist hier passiert? Was hat das alles zu bedeuten? Ich verstehe es nicht. Hier brauchen wir den Fernseher wahrscheinlich nicht zu probieren, weil hier geht eh kein Strom mehr. Nee. Sieht irgendwie aus, als würde es ein bisschen so zur Osterzeit verlassen. Ja, hier. Ein paar Lichterketten, dann so ein paar Ästen, dann so Ostereier da dran. Ja, kommt irgendwie hin. Aber wirklich, diese ganzen Details, man kriegt das überhaupt nicht drauf. Ich hoffe, ihr seht überhaupt ansatzweise irgendwie, was hier abgeht. Ich gucke auch nicht auf die Kamera, ich gucke das mir alles in echt an. Deswegen verzeiht es mir, wenn es mit dem Licht heute mal nicht so gut passt. Und da oben brennt einfach schon wieder Licht. Ich glaub's nicht. Ah, Küchenbereich. Und auch hier. Alles komplett verwüstet und aus den Schränken gerissen. Warum ist es in der Küche so? Warum räumt man hier die ganze Küche aus? Ich verstehe es irgendwie nicht. Sogar hier noch das Messer im Messerblock drin. Irgendwelche, ja, Küchengeräte halt einfach. Ne? Was soll man dazu sagen? Eine alte Pfeffermühle hier an der Wand. Und sogar die Gewürze stehen noch da. Alte Blumen hier. Aber komischerweise hast du in Lost Place immer Plastikblumen. Keine Ahnung. Das dürfte eine echte Blume sogar sein. Die sieht schon echt gut verwelkt aus. Und dann halt, ne, alles von außen zugewachsen. In der Kürze der Zeit. Komischerweise. Also so eine Messi-Bude eigentlich. So viel Zeug, was es hier gibt. Hier drüben ist sogar auch nochmal ein Schrank. Mit kleinen Konserven und so. Was hast du hier? Pfeffer. Tafelmeerrettich. Kapern. Boah. Und sogar hier. Die gute alte. Was ist es? Joghurtsalatcreme. Lecker. Hier ist jetzt komischerweise ein Kalender von 2017. Also irgendwie passen hier diese ganzen Datierungen alle überhaupt nicht ins Bild. Da vorne ein Brief von 2020, dann hier ein Kalender von 2017. Vorne stand noch irgendwas von 2012. Ich habe keine Ahnung. Und vor allem alles voller Spinnweben. Also ich glaube, der letzte Besuch ist hier schon lange her. Ich will übrigens gar nicht so geschwollen reden oder so, ne? Aber ich weiß nicht, mir fehlen einfach wirklich die Worte, Leute. Ich habe keine Ahnung, was man dazu anders sagen soll. Und hier so ein kleiner Wintergarten. Das war safe ein Wintergarten hier. Ja, guck mal hier. Ach so, hier geht's auch noch weiter. Schön warm hier drinne. So ein altes Regal, was da schon wieder einwächst. Und hier, das verstehe ich wieder nicht. Das Fenster sieht auch nicht alt aus. Also klar, das ist schon eingewachsen, so ein bisschen mit Spinnweben. Aber alt sieht's jetzt auch nicht unbedingt aus. Wisst ihr, was mich jetzt mal interessieren würde? Nee, das geht nicht mehr. Oder? Nee. Das geht komischerweise nicht mehr. Ab geht's nach oben, weil ich irgendwelche komischen Geräusche höre. Ja, du musst auf jeden Fall nach oben kommen. Ja, das mache ich jetzt auch. Über diese schöne, in rotem Teppich eingepackte... Oh ja, das Licht funktioniert ja auch noch. ...Decke hier. Licht funktioniert? Ja. Was hast du denn eben gemacht? Ich habe Geräusche gehört. Okay. Funktioniert die Geräuschspülung noch? Hä? Ja, ne? Aber ist euch das auch aufgefallen? Es gab keine Heizung in dem Haus. Es sind überall nur elektrische Heizstrahler. Da ist auch wieder einer. An der Wand da hinten. Der läuft sogar, glaube ich, noch. Also der wird... Willst du mal probieren? Ja. Ja, keine Ahnung, ich lasse es in Ruhe. Sogar hier noch alte Anzüge und so. Jetzt habe ich Spinnweben am Stativ dran. Lecker. Ja, alte Anzüge hier komplett. Sogar verpackt. Bis hinten voll mit Anzügen. Hier geht auch noch das Licht. Sogar indirekte Beleuchtung, Alter. Moderner als heute in manchen Gebäuden tatsächlich. Was war jetzt hier? Arbeitszimmer oder was? So, und es geht schon wieder los. Ein Kalender von 2015. Was sind das alles hier für komische Daten? Ja, okay, das war vermutlich hier das Arbeitszimmer. Da kommt man schon fast gar nicht mehr anständig durch. Alles voller Dokumente. Und wenn das erst ein paar Jahre verlassen ist, warum steht dann hier so ein uralter PC? Das ist uralt, auch diese ganze Technik unter dem Monitor, das ist uralt. Steinalt.
Ich könnte mir vorstellen, dass hier irgendwie vielleicht so eine kleine ältere Familie sich irgendwie einen kleinen Betrieb aufgebaut hat, weil überall sind auch Bilder von älteren Leuten. Ja, und die dann halt hier schön altmodisch ihr Büro eingerichtet hatten. Weil hinter uns, beziehungsweise hinter mir, auch lauter Dokumente noch. Irgendwelche Ordner, keine Ahnung. Ich stehe übrigens gerade hier oben auf dem Stuhl, weil es sonst einfach anders überhaupt nicht möglich wäre, hier hinzukommen. Oh Mann, ey Leute. Garmisch-Partenkirchen. Ein Regionalexpress entgleist. Mindestens 5 Menschen kamen ums Leben. Die Rettungskräfte versuchen, die entgleisten Waggons anzuheben und darunter nach möglichen weiteren Opfern zu suchen. Das Zugunglück in Bayern ist eines der schwersten der letzten Jahre in Deutschland. Die Ursache ist unklar. Ein Unternehmen, das viele Menschen aus dem Alltag kennen, gehört bald nicht mehr zu den wertvollen. Das ist zu viel. Das ist wirklich zu viel. Das ist einer zu viel. Juli aus dem DAX raus, also aus der Riege der 40. Das ist ganz klar gerade eine Nummer zu viel gewesen. Ich wollte mich eigentlich gerade noch sagen, es ist ja eigentlich schon ein bisschen schade, dass so ein Haus verlassen ist. Ich meine, man weiß nicht, was für ein Unglück es hier gegeben hat. Sicherlich irgendwas mit Geld oder Steuerhinterziehung oder irgendwie sowas in der Art, weil unten lagen ja auch viele Briefe und auch nicht Briefe, sondern Dokumente. Ja. Richtig. Viele Dokumente zum Thema Betragsabgleichung und alles Mögliche. Also irgendwas muss ja hier Trauriges passiert sein. Und das ist jetzt was? Auch noch Dachboden hier oder was? Der gruselige Dachboden. Hier ist auch eine Wohnung. Eine Wohnung. Ganz oben oder was? Du Scheiße, ey. Hier oben steht das Fenster offen und hier ist ein uralter Spieleautomat. Wie geil ist das denn? Okay, Licht geht natürlich auch noch, ist ja klar. Aber guck mal, wie eng das einfach alles ist. Das ist, man kann sich so schlecht hier drinnen bewegen, vor allem zu dritt oder besser gesagt ja eigentlich sogar zu viert. Aber Alex ist schon rausgegangen. Das ist, guck mal, alle in die Treppe, es ist so steil, können sie ja fast rückwärts runtergehen. So, Lichter. Servus, Lichter haben wir alle wieder ausgemacht, oder? Hoffentlich. Ja, Fernseher ist auch aus. Perfekt. Dann würde ich sagen, es würde hier noch so unendlich viel zu sehen geben, aber das kannst du nicht. Ja, entweder zweiter Teil oder halt, ja, kein zweiter Teil. Zweiter Teil, Leute. Ja, ich weiß noch nicht. Mal schauen, aber ey, es ist wirklich krank, ne? Und es ist wirklich, so viele Details gibt es hier. Ich hab's ja eben schon gesagt, hier drüben in dem Raum müsst ihr euch überlegen, was da alles an Details im Schrank steht, aber würde ich jetzt auf jedes einzelne Detail eingehen, ja, es wird auch irgendwann langweilig, aber das ist schon heftig. Ab geht's nach unten, ganz da unten. Ach, Security, hallo. Ja, hallo. Ey, ich passe hier gar nicht mit Kamera und allem durch, es geht nicht. Weil ich muss so und jetzt raus. Jetzt alle zusammen raus. Oh ja, und jetzt gleichzeitig raus. Ich muss zum Zug ganz dringend. Ja, in dem Sinne sind wir raus. Schaut bei Luki vorbei, schaut noch bei Sion vorbei. Und noch Alex. Leute, gebt dem Video ein Like. Auf jeden Fall, Like da lassen. Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Der übliche Kram. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie immer noch total. Mir fehlen die Worte tatsächlich für diese Location. Strom geht auf einmal. Die Gastherme läuft noch. Leute. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, Leute. Bis zum nächsten Video, Leute. Ciao! Yeah.